Heute koche ich etwas mit einem meiner Lieblingsgeräte und zwar mit dem Thermomix. Das ist der TM6. Ich darf voller Stolz behaupten, dass ich das neueste Modell habe. Der Thermomix TM6 kann im Vergleich zum TM5 auch braten. Er kann Sous-Vide garen. Und er hat auch eine Slow-Cooking-Funktion. Wir werden heute diese Slow-Cooking-Funktion ausprobieren. Ich habe es selbst noch nie gemacht, es wird sehr spannend. Und ich mache einen österreichischen Klassiker, ein Rindsgulasch. Ich finde Slow-Cooking extrem angenehm für mich in meinem persönlichen Leben, weil ich oft sehr wenig Zeit zum Kochen habe. Und ich kann das zwischendurch hineinwerfen und dann kocht das 3 Stunden 20 Minuten, wo ich nichts zu tun habe dabei. Und dann kommt man in die Küche und es macht Didi-Ding. Unser Essen ist fertig. So, jetzt gehen wir mal hinein in das Programm. Einfach nur drücken, dann lädt er. Was man für das braucht, ist ein WLAN, weil Vorwerk hat eine ziemlich geniale App entwickelt, die heißt Cookidoo. Da sind tausende Rezepte drin und ich stehe im Supermarkt und denke mir, okay, heute haben sie wunderschöne Kohlrabi, dann gebe ich Kohlrabi ein und bekomme eine Liste mit Kohlrabi-Rezepten, also von Suppen bis zu Geschmorten und so weiter und so fort. Und ich kann dann im Supermarkt draufklicken, bekomme eine Einkaufsliste erstellt und kaufe das ein, die sich mit Anklicken wieder leert, diese Liste. Also es ist wirklich praktisch. Wie gesagt, ich schaue mir einfach auf der App an, was ich kochen will, drücke auf heute kochen und habe es auf dem Gerät. So wie ich das hier gemacht habe, steht jetzt meine Woche. Und da habe ich jetzt das Rindsgulasch. Da drücke ich einfach nur drauf. Da kann ich mir noch anschauen, da unten die Zutaten, kann man einfach runterscrollen. Und dann kann ich auf Kochvorgang starten gehen. So, eine große Schüssel auf den Mixtopfdeckel stellen. Tun wir mal den draus. Und dann werden wir das Gulaschfleisch einwiegen. So. So, hier habe ich eben auch wie immer beim Thermomix die Funktion des Wiegens. Ich brauche jetzt 600 Gramm Rindsgulaschfleisch in Stücken von 3 cm. Die habe ich mir beim Fleischhauer schon so schneiden lassen. 617, damit können wir wunderbar leben. Dann gehen wir auf Weiter. So, der erste Schritt ist erledigt. Jetzt schauen wir, was weiter passiert. Messbecher eingesetzt lassen. Und jetzt rinnt's. Und jetzt, Moment, jetzt müssen wir WLAN auf Stufe 5 drehen. Jetzt wird zerkleinert. Na bitte, das ging ja schnell. Da bin ich händisch nicht so schnell. Und jetzt in eine Schüssel umfüllen. Gut, machen wir. Also, ich habe jetzt den Messbecher von der Mitte herausgenommen, weil wir wollen, dass es nicht luftdicht abgeschlossen ist. Das wird jetzt gebraten da drin und soll ein bisschen Luft entweichen können. Und deswegen wurde das entwickelt. Das ist ein Spritzschutz und der hat Löcher drin und mit dem kann die Luft entweichen und zugleich wird man nicht mit heißem Öl angespritzt. Das sagt er mir auch, dass ich das machen soll. Und jetzt wird angebraten.
So, jetzt sagt er mir hier 3 Stunden 20 bei 65 Grad. Das ist jetzt die neue Slow-Cooking-Funktion vom Thermomix. Das bedeutet für mich nichts tun und Entspannung. Und in diesem Sinn gehe ich jetzt. So, 3 Stunden 20 Minuten später. Jetzt schauen wir rein, die Überraschung. Das schaut super aus. Schaut sehr nach Gulasch aus. Dann werden wir mal kosten. Ganz eine sämige Soße. Schmeckt wirklich wahnsinnig gut. Steht abschmecken und genießen. Genau das mache ich jetzt. Ich habe mir ein paar Spätzle dazu gemacht. Ihr könnt alle klassischen Beilagen, von der blanken Semmel bis über die Kartoffeln bis zu den Spätzle eben oder einen Knödel dazu machen. Und wir werden es jetzt nur mal anrichten und dann werde vor allem ich das Ganze essen. Also ich muss sagen, ich bin selbst ganz überrascht, dass das so gut funktioniert im Thermomix. Ich habe den bisher für ganz andere Sachen verwendet, für Sauce Hollandaise, für Mayonnaise, zum Zerhacken, fürs Müsli und so weiter. Aber dass ich ein Gulasch da drin machen kann, ist wirklich ziemlich toll und vor allem, es schmeckt wirklich gut. Also das ist ein Rezept für Menschen wie mich, die wenig Zeit haben. Logistik ist natürlich wichtig, auch beim Slow Cooking. Man muss rechtzeitig das Ganze aufsetzen, damit die Speise einfach wirklich lange garen kann. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber ich habe jetzt Mühe gehabt, dass das Fleisch nicht zerfällt, wenn ich es auf den Teller gebe, weil es so mürbe und weich ist. Also genau wie ein Gulasch eigentlich sein sollte. Bravo Thermomix, bravo Martina und jetzt gehen wir essen.